Boah, war das eine lange Fahrt. Zum Glück sind wir jetzt hier angekommen. Das hat mindestens 12 Stunden gedauert. So, endlich sind wir irgendwo, wo wärmer ist. Ich merke jetzt schon die Wärme. Das tut so gut. Richtig entspannt. Nicht mehr das kalte Gefühl zu haben. Oh, schade. Doch keine Kälte. Da muss ich mir wohl ein Kühlhaus aufsuchen. Kannst du ja gerne hingehen. Ich bin aber froh, dass ich wieder in der Wärme bin. Ja, am besten in einem Kühlhaus, wo tropische Früchte gelagert werden. Warum das denn, Patrick? Da ist es immer minus 13 Grad Celsius. Da fühle ich mich auf jeden Fall sehr wohl. Da würde ich keine 10 Sekunden aushalten. Viel zu kalt. Das ist für mich wie eine Sauna. Nur, dass die Temperatur in der Sauna niedriger ist als das Duschwasser danach. So mag ich das. Sollen wir nicht mal nach oben gehen, bevor Patrick anfängt, was über den Aufguss in seiner Eissauna zu erzählen? Als Aufguss nehme ich nämlich immer Stinkmorchelsuppe. Das riecht auf Eis immer sehr gut. Das kann ich dir nur empfehlen, Alex. Bah! Das stinkt doch! Eklig! Wie kann man sich denn dabei entspannen? Ich finde den Geruch total entspannend. Da bekomme ich immer schnell die Nase frei, wenn ich mal verschnupft bin. Das kann ich mir vorstellen. Ich folge lieber Brunos Rat und gehe nach oben, bevor mir komplett schlecht wird. So, jetzt sind wir erstmal in der Altstadt. Sieht so aus wie Deutschland. Aber schlauer bin ich jetzt aber auch nicht. Der Himmel passt auf jeden Fall zu Deutschland. Bei uns ist auch immer grau. Das stimmt wohl, Patrick. Bei uns sieht es auch so aus. Vielleicht sind wir ja sogar in Deutschland. Ich schaue mal nach, ob wir GPS-Empfang bekommen. Oh, perfekt. Empfang haben wir schon mal. Moment. Wir sind in Transsilvanien, in Rumänien. Transsilvanien? Rumänien? Da leben doch die ganzen Vampire. Oh, Vampire. Ich beiße auch gerne in Anderleuts Hälse, um an ihr Blut zu kommen. Bist du etwa auch ein Vampir, Patrick? Nein, ich leide nur an Blutmangel und muss mich manchmal an Menschen einfach selbst bedienen. Aber doch nicht einfach so. Du kannst doch nicht einfach
an echten Menschen herangehen. Warum nicht? Weißt du, wie lange ich auf eine Bluttransfusion warten muss? Das dauert doch schließlich ewig. So lange kann ich nicht abwarten. Boah, ich glaube, ich muss mal ganz schnell weg. Nachher beißt du mich noch. Ich folge dir aber unauffällig. Nein, bleib hier. Ich will nicht gebissen werden. Bleib doch einfach hier und verhungere ganz einfach. Wir gehen jetzt auf jeden Fall ein Hotel schon mal aufsuchen, wo wir schon mal über die Nacht kommen. Okay, dann komme ich eben auch mit. Schließlich will ich auch mal wieder in einem richtigen Bett schlafen.